Willkommen zurück mit einem weiteren, also eigentlich gibt es ja keinen weiteren Teil, es ist einfach eine Weiterführung. Und zwar diesmal, jetzt, sofort, gibt es einen direkten Angriff, also eigentlich nur, beginne ich jetzt mit dem Aufbau der Armee, gegen die Separatisten auf Fressia. Wir wissen ja, dass sie dort eine sehr, sehr starke Verteidigung aufgebaut haben, im Weltraum, und die muss unterbrochen werden. Die muss vernichtet werden. Ich finde es auch immer nervig, dass er eine Bomber nicht will, aber okay. Ich sollte irgendwas gegen deren eigenartig aussehende Raumschiffe, das war's, glaube ich. Wir sehen jetzt schon, es ist ein großen Stil, ein großer Aufbau mit sehr viel Geld darin investiert. Ja, auf jeden Fall, wir haben beinahe schon den oberen Teil des Kerns eingenommen. Danach beginnen wir mit diesem Kato Niminorite. Und ich werde dann auch schon mal beginnen, ein paar Truppen nach Riadu zu schicken. Oder nein, warte. Bespin. Von dort aus will ich beginnen. Von Bespin aus kann ich nämlich. Habe ich schon eine kleine Flotte? Ich beginne jetzt auch dort schon mal mit dem Aufbau der. Okay, wenn ich genug Geld habe, werde ich damit beginnen, dort eine Flotte zu konstruieren. Mit der werde ich dann hier unten, will ich den Auto, das Auto-Rim-System einnehmen. Also alles, was hier im äußeren Kreis liegt. Hier oben habe ich noch keinen gescheiten Punkt übernehmen. Ich überlegt. Ich. Glaube ich, werde ja im 4 oder so benutzen. Vielleicht nehme ich dann einfach die Flotte, die da übrig bleibt. Ich weiß nur, dass ich jetzt dann sehr bald schon ein paar Einheiten. Ich glaube, ich werde dann Luke oder Miss Window. Ich glaube, ich schicke dann Commander Cody und Miss Window. Ja, irgendeinen von denen schicke ich dann runter. Aber vorher ist es immer wichtiger, dass wir uns darauf konzentrieren, den Kern einzunehmen. Ich warte geradezu geduldig auf. Wenn man vom Teufel spricht. Ich wollte gerade sagen, ich warte geradezu schon darauf, dass sie sich auf Gegenangriffe. Ich werde auch nach diesem einen Angriff welchen noch Schluss machen. Also Schluss machen, also es geht jetzt gleich weiter. Wir machen jetzt diesen einen Planeten fertig und dann wird der Kern bald uns gehören. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben einen einzigen Trupp dort stationieren. Stationiert. Keine Gebäude. Wow. Ich glaube, es ist nicht falsch, wenn ich jetzt sage, dass ich mich von dem Planeten weg zurückziehe, weil ich glaube, ich werde den jetzt gleich nochmal einnehmen. Ja, ich glaube, ich mache jetzt gleich auf den Weg da drüber und nehme ihn nochmal ein und lass das ein bisschen, weil dieser eine kleine Trupp wird das wohl kaum schaffen. Sind wir realistisch. Ich wusste echt nicht, dass man von hier oben beginnt. Ich dachte, ja, man beginnt da unten. Aber könnte es nicht sein, dass ich mich vorher etwas übersehen habe. Ich hatte nämlich vorher alles abgesucht, so. Ich bin sogar da vorbeigerannt, aber ich war da nie. Hier in dieser kleinen Abteilung. Da war ich noch nie. Also schon nicht. Mal, aber egal, also man sieht schon, vielleicht habe ich was übersehen. Schön, dass sie im Galopp da reinrennen. Sie müssen nämlich rein theoretisch müssen sie nur diesen einen einzigen Trupp töten und ich bezweifle, dass sie nur, wirklich nur, diesen einen Druidentrupp bei sich haben, weil, ja, wenn man vom Teufel spricht. Okay. Ich brauche eine kleine Flotte, die vorausfliegt. Am besten nicht alles. Ich vermute nicht, dass sie sich dort jetzt so schön aufgebaut haben. Ich mach mich auf den Weg. Dann fliegen wir mal dort schnell hin. Ich schicke dort hin das. Okay. Wie erwartet haben sie dort nicht wirklich irgendwas stationiert. Dann schicken wir die Landeinheiten hinterher. Und dort unten die gewöhnlichen. Ne, ein bisschen weniger gewöhnlich. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Oh nein, oh nein. Okay, so wie es aussieht, haben die gerade deren kompletten Weltraumsvorrat da stationiert oder zumindest einen Teil von dem darüber geschickt. Würde ich jetzt mal ganz stark sagen. Und das Problem ist, unsere Landeinheiten sind jetzt dort und wenn wir das verlieren, dann wird auch unsere Rest vernichtet werden und das ist sehr ungünstig, weil das dürfte sich da ein bisschen zurück und das will ich eigentlich nicht. Weil jetzt sieht man, das Blöde ist, jetzt sind da hinten unsere Einheiten und jeder Cowboy, jedes Fahrzeug, das dort zerstört wird. Das könnte knifflig werden, Sir. Es sieht nicht so aus, als hätten sie Lücken in ihrem Sicherheitsnetz.
Ich glaube, nein, weißt du. Nein, wir halten uns zurück, wir fliegen einfach weg. Einfach wegfliegen. Wir machen einen Rückzug und kommen dann später mit einer größeren Raumflotte zurück und verbinden uns jetzt damit, ziehen uns wieder zurück und. Da sind die ersten Druiden. Heißt, das wird noch ein bisschen dauern. Komm, das schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Ja. Wir haben nur unser ein Kommandoschiff dabei gehabt. Das wäre zu riskant gewesen. Ich hätte es vielleicht geschafft. Weshalb man hätte es vielleicht schaffen können. Dann schicken wir die da drüber. Und da kommen eh noch. Ich wollte eigentlich ein paar von den Panzern bauen, weil die genau das sind, was wir brauchen. Und auf jeden Fall frage ich mich gerade, wo ich. Also, die sind jetzt dort drin. Kann ich gleich mal die hinterher schicken. Gut, dann jetzt ist unsere Flotte bereit. Jetzt können wir. Von wo? Oh, nicht Bespin. Oh Gott, ja, das ist. Jetzt beginnen die Gegenangriffe. Ja, da. Da will ich einen Rückzug. Das ist definitiv ist ein Rückzug, das Beste, was man machen kann, weil. Das ist ein wirklich großer Kreuzer, den darf man nicht überschätzen, den will ich nicht raten. Aber dann geht's jetzt los. So, oh Gott. Oh Gott, sind die so nah? Die sind so nah? Gott, ja, Rückzug. Sofort taktischen Rückzug. Das, also um diesen, für diesen Kreuzer, Venator-Kreuzer. Oh, warte, wir bekommen den zweiten. Oh Gott, ja, vielleicht. Ich bezweifle es zwar. Ja, Gott, nein. Risk, no risk, no fun. Ich meine, wo sollen wir eigentlich hinfliegen? Ich habe mir gerade überlegt. Fliegen wäre zwar schön und gut, aber wohin? Wohin, frage ich mich gerade eben. Ja, gut, wir haben einen. Ja, gut, das können wir vielleicht schaffen. Vielleicht können wir es. Vielleicht können wir es schaffen, wenn wir wirklich uns unsere vollkommene Stärke gegen den richten. Wir können es, wenn wir sie früh genug ausschalten, dann vielleicht. Komm schon. Komm schon. Ja, gut, das sieht schlecht aus. Sieht ziemlich schlecht aus. Man sieht hier schon, wenn ich die beiden ausschalten könnte. Wenn ich das eine Schiff ausschalten könnte, dann wäre es vielleicht was, aber. Jetzt ist es eigentlich nur noch so viel Schaden wie möglich anrichten und. Dann einfach hoffen, dass sie ausgebremst werden dadurch, aber der Zweifel ist jetzt ziemlich stark. Da, ihr schaltet das bitte aus und das eine Schiff fliegt mal direkt dorthin und versucht, die auszuschalten. Aber ja, da sieht man, die haben zwei von den Riesendingern, die kann man schwer was dagegen machen. Obwohl die Venator, die Venator-Klassen Sternzerstörer, also wie sind die nochmal gleich? Venator-Sternzerstörer, die sind schon, die hauen schon richtig rein. Man sieht schon, der hat zwar keinen Antrieb mehr, also kann sich jetzt kaum noch bewegen, aber Schaden macht er trotzdem noch ohne Ende. Da, der fliegt jetzt da ein eigenartiges Manöver, vielleicht kann der noch ein bisschen Schaden reinrücken bei dem da hinten, aber das sieht man schon, es ist über mehrere Punkte verteilt, das wird nichts. Ich meine, der gibt sein Bestes, das noch zu schaffen und da sterben die eigentlich so hin und das da, ich hätte gerne das der da, das Venator-Klasse, dieser Venator-Zerstörer da hinfliegt und das zerstört, nur irgendwie denkt es sich, wir scheißen drauf, ja. Das ist der letzte Venator-Stern, der nicht komplett beschädigt ist. Ohne schöne Panorama-Ansicht. Aber. Der wird leider nichts. Okay, ja, vielleicht kann sich sogar vielleicht da noch was rein. Aber hier hinten, das sieht wirklich grauenhaft aus. Vielleicht, wenn wir den Hangar treffen würden. Und nochmal vielleicht ein bisschen Schaden da reindrücken. Ja,
Ja gut, das kannst du auch zerstören. Okay. Muss sagen, wir haben schon ein paar mitgerissen. Also wenn das Ding noch hin wird, dann wäre ich wirklich happy. Aber das bezweifle ich, weil das ist vor allem das da oben, das sieht ziemlich verloren aus. Die da oben noch versuchen, gegen das eine Riesenraumschiff zu kämpfen, aber ich gar keine Chance haben. Da dieser Venator Sternstörer hat leider auch nichts mehr. Der hat seine Schilde schon wieder unten. Wird jetzt auch von mehreren Raumschiffen gleichzeitig angegriffen. Das ist ziemlich verloren. Vielleicht kann er noch ein einziges Album mit seinem Batterie, einziges Batteriefeuer abgeben, aber es ist leider wirklich verlorener Posten. Ich bin überhaupt erstaunt, dass wir so lange gehalten haben. Also, muss schon sagen, es war durchaus interessant zuzuschauen, aber es war doch verloren von Anfang an. Ja. Vielleicht hätten wir einen von den Sternzerstörern retten können, aber ich finde es einfach schade, dass die, dass er jetzt einfach nicht, dass jetzt Bespin verloren wurde. Da zwei von diesen Riesenteilen, die. Da beschaffen sie noch den neuen wir nehmen den noch den Antrieb weg und dann haben wir wenigstens irgendwas gemacht. Also, hilfreich ist es trotzdem nicht, aber es ist wenigstens etwas. Da fliegen die ein Riesendinger rum. Hey, Verstärkung ist wieder da. Danke. Ist er leider schon tot. Ja, euren Heldenmut in Ehren, aber da ist leider nichts zu machen. Das war's leider. Bin tot. Richtig tot. Beinahe tot. Ja Gott, eigentlich ist es nur eine Station, darum ist es nicht so katastrophal, nur hilfreich ist es auch nicht, weil ich eigentlich genau dort meine, dort wollte ich dann eigentlich meine Offensive für das Autorim-System hinschicken, für die Autorim-Sektoren. Ja, ich weiß, ich kenne mich nicht so gut mit Star Wars aus, also ich kenne schon ein bisschen mich mit Star Wars aus. Ich habe auch ein Buch, wo alles nochmal hinter den, also alles über die Geschichte dort erklärt wird, alles storytechnisch drin steht, aber trotzdem habe ich mich nie wirklich mit dem Thema so richtig intensiv beschäftigt, da habe ich mich mehr mit Warhammer beschäftigt. Obwohl, naja gut, wir haben ein paar von deren Schiffen weggenommen, vielleicht, wenn wir noch das da zerstören könnten. Schon, das schafft ihr noch. Schon, du hast auch noch irgendwas. Ja, wir haben noch ein Schiff weniger, so. Wir haben ihnen großes deren kleineren Schiffe weggenommen, sie haben eigentlich nur noch diese zwei Riesenkreuzer hier und diese anderen Zerstörer, die eigentlich alles vernichten, aber das ist keine Chance, dass du gegen die verlierst. Die sind eh viel zu stark gewesen. Also ich bin glücklich, dass wir zumindest deren Kanonenfutter weggerissen haben. All diese Jäger, falls sich jemand fragt, warum der so viele unglaublich viele Jäger und nicht kaum ich hatte, das kam von diesen Riesenschiffen, die produzieren die in Unmengen. Schon schade irgendwie, schon richtig schade. Aber ist okay. Verlieren gehört dazu. Ah, jetzt ist nur noch ein einziger. Den dürfen wir noch beim Explodieren zuschauen. Tut mir leid. So sieht das denn gegen die Separatisten aus. Bis jetzt hatten wir ja wirklich nur gute Angriffe. Ich hab erwartet, dass es irgendwie so in die Richtung bald passieren wird, aber nicht so bald. So habe ich es nicht erwartet. 10 von denen. 10 von diesen extremen Schiffen. Das war's wert eigentlich. Oh. Da kommt der richtige Angriff. So, jetzt, das wird jetzt der interessante Angriff. Danach werde ich eine kurze Pause machen, also eine etwas längere Pause. Ich werde vielleicht irgendwann morgen und übermorgen noch weiterspielen. Videomaterial für den ersten habe ich wahrscheinlich schon. Also, zu wenig Platz. Die schauen sich einfach hinten rein. Gut, also, jetzt können wir es schaffen. Die haben 4 von diesen Riesenkreuzern. Ich habe 6 von diesen Kreuzern und einen Haufen von kleineren. Die haben zwar jetzt eine Station schon, die ich vorher nicht hatte, aber das sollte gehen. Ja. Außerdem, ja, das wird schon gehen. Und ein paar, Vernichter von Minischiffen. Gut, das wird jetzt interessant werden. Letzter Kampf für heute.
was eigentlich los? Oh, das ist eine. Oh, okay. Ich wusste nicht, ich habe gedacht, es geht nur unten auf dem Planeten. Ich weiß, dass es damals so einen riesen Button beim beim Todesstern gab. Der Todesstern war überhaupt das Unfairste beim Spiel. Die Rebellen hatten keine Chance mehr, wenn der eine den Todesstern hatte. Vor allem, weil der, glaube ich, nicht gut gehen konnte. Ich weiß nicht, wie man den zerstören kann. Ich weiß nur, dass wenn du den Todesstern hast, hast du so gut gewonnen. Weil es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder jagst du damit alle paar Sekunden eines der Gegnerraumschiffe in die Luft. Oder du jagst damit den Planeten in die Luft. Und das ist genauso gut eigentlich ein Gewinn. Weil dann gibt es keinen Planet mehr, für den es sich lohnt, um zu kämpfen. Und irgendwann gibt es dann keine Planeten mehr in der Galaxie. Und daher. Das ist schlecht. Der greift mich glatt von der Seite an, aber. Soll ich mal die beiden Jedi drum kümmern? Und der Rest kümmert sich weiter um den Vormarsch. Und das ist das erste kleine Raumschiff. Oh Gott. Was sind nochmal stark? Okay, ja gut, ich habe genau eins von diesen Schiffen. Und ihr fokussiert bitte alle eure Waffen auf den Antrieb, damit ich dann mal ein bisschen was habe. Und egal, wir greifen jetzt den Antrieb von denen an. Und das sollte ich selbst ausgeben, wenn man das macht. So, jetzt gibt es erstmal einen Riesenangriff. Dieser da hinten kann sich erstmal um den da kümmern. Der soll diese kleinen Mini-Flieger vergessen. Dann können sich die kümmern. Und der muss erstmal da noch einen. Ich würde gerne diesen Laserstrahl auf den abschießen. Ich glaube, das ist ein bisschen aus der Reichweite. Die gammeln da ein bisschen hinten rum. Ich gebe denen mal den Befehl, dass sie da einfach mal nach hinten fliegen. Die sollen sich da aber eh drum kümmern. Die fliegen erstmal weiter nach vorne. Da sieht man schon, das ist alles, was sie haben. Das ist vergleichsweise nicht so viel, was ich habe, weil ich habe einen Haufen. Die haben zwar. Ich habe diesmal viel mehr Raumschiffe, also das sollte ein easy win werden. Zwar finde ich es ein bisschen blöd, dass diese. Warte, dann gehen wir noch kurz deinen Schildgenerator und den Antrieb an und dasselbe und. Ich hätte eigentlich ein bisschen egal, sollte vorerst reichen. So, und ihr rückt jetzt bitte weiter nach vorne, weil es ist echt lächerlich, wie ihr da alle rumgammelt. Ihr greift bitte das erste Mal dieses Raumschiff da an. Und danach, also was ich. Die sollen bitte mal die ganzen Dinger da abfangen, weil das wesentlich besser ist, wenn die nicht mehr da sind. Sieht schon ziemlich gut aus. Oh Gott, ja. Ein paar von den Schiffen nehmen trotzdem extrem Schaden. Also, das ist nicht zu unterschätzen jetzt. Ah, sieht man, der ist schon im gelben Bereich. Der. Es würde mich immer, wenn ich einen verliere, weil unter diesem ganzen Gewehr kann ich einfach nichts. Kann ich nichts geben. Kann ich keinen Befehl wirklich geben, weil es sind einfach viel zu viele. Ich vertraue jetzt einfach mal auf wunderbare Bilder von echt wunderbare Bilder. Achso, das ist die untere. Ich habe das gerade nicht gesehen. Es ist die Unterseite von so einem. Von einem meiner Kreuzer. Okay, ja gut, das sieht schon noch. Ich vermute, weil das gerade einer Bein in die Luft geht. Idee da. Die da. Gibt ja bitte noch eine komplette Breitseite. Da ist einer weg. Ihr bewegt euch bitte mal ein bisschen weiter, weil irgendwie seid ihr kämpft die ganze Zeit nur um einen einzigen Flecken Land und ihr seid kein bisschen weitergekommen. Ihr seid nur ewig. Kein bisschen. Okay, die haben wahrscheinlich den Strahler ausgeschalten. Wow. Ja, das war ein bisschen große Explosion.
Es geht weiter mit Explosion. Juhey. Alter, warum kann man hier da hinten noch immer rum? In Bewegung. Was ist das jetzt eigentlich? Oh Gott. So, ihr greift jetzt bitte erstmal den Hangar und Schildgeneratoren an, weil dann kommen nicht dauernd neue Schiffe nach und das wäre ganz in meinem Interesse. Und die ganzen Jäger, wo sind eigentlich alle Jäger hier, die sollen sich bitte mal um die Schiffe da hinten kümmern. Ich will nicht noch eines von diesen Riesenkreuzern verlieren. Schon gut. Und ihr beide konzentriert euch bitte mal auf das kleine Minischiff da. Ich habe keine Ahnung, warum der jetzt... Ich glaube, der hat seinen Strahler verloren. Wurde impotent, aber okay. Volle Breitseite, dann kommt das Schiff auch sehr schnell weg. Eigentlich dieses kleine Schiffchen, dann nervt mich noch dieses Schiff, das nervt ihn natürlich beide eigentlich noch. Der kann auch noch eine volle Breitseite auf das Schiff drauf geben, dann ist das auch schnell weg. Und dann kann ich... Und die sollen sich jetzt bitte mal da um die Jäger da kümmern, damit die auch mal weggehen. Und das kümmert sich jetzt bitte um das da. Und ihr beide macht jetzt einmal einen großen Bogen darum und danach greift ihr die Raumstation an. Genauso machst du es auch. Nur, dass du es direkt angreifst, dann kommst du da wesentlich schneller rein und machst wesentlich mehr Schaden. Und ihr beiden kümmert euch bitte noch um die Flieger da hinten, wenn du noch deinen Schildgenerator aufbaust. Warum eigentlich? So. Der will auch nicht mehr strahlen. Was habt ihr denn alle? Habt ihr alle eure Strahlung verloren oder was? Okay, sonst kann man jetzt eigentlich nicht mehr machen, als nur zuschauen. Wirklich. Ja, wie gesagt, der beste Knopf im ganzen Spiel ist dieser Zuschauer-Button. Muss ich jetzt auch einfach mal vorstellen, dass sozusagen wir in diesem einen kleinen Riesenraumschiff sind. Ich würde jetzt gerne sagen, dass ich nur einen einzigen von diesen Schiffen hätte, dann wäre es wesentlich leichter darzustellen, aber es geht leider nicht. Und einfach, du schaust dir jetzt das Ganze von dieser einen Brücke an. Von dieser Brücke, okay, ist nicht aus dieser Position genau, aber aus der Brücke schaust du dir das alles an, wie die Dinge explodieren. Das ist garantiert ziemlich cool. Deswegen, ich finde Space Engine noch ganz gut. Ich finde, man sollte mal sowas machen, wirklich. So ein richtiges Projekt. Ich habe ja noch nie sowas gesehen, ein wirkliches Projekt, wo man Space Engineer auf einen riesen Server sowas zusammenbaut. Es gibt halt wirklich wenige Multiplayer-Spiele und die spielen das nicht wirklich einen großen Stil Multiplayer. Weil es einfach nicht so leicht geht darin. Es ist, dauert alles viel länger Zeit als in Minecraft und deswegen. Das ist wahrscheinlich nicht so sehr gut. So, und ich glaube, das ist jetzt mal der letzte Raum. Ja, und das war der Sieg. Das war der Sieg über einen verzweifelt scheinenden Mond. Ist das ein Mond? Ich weiß nicht. Nein, das ist ein Planet. Gut, und damit verabschiede ich mich vorerst mal. Ich werde jetzt noch schnell Auto... Wo ist das? Oh Gott. Das ist schön, wir gewinnen auf einer Front und verlieren auf zwei anderen. Ja, also, ich verabschiede mich damit schon mal und freue mich schon auf den nächsten Teil, den ich dann aufnehmen werde. Oh, geil, ich darf nicht sprechen. Gut, dann ich gehe jetzt mal rein. Ich weiß, dass ich das verloren habe, ich werde da höchstwahrscheinlich aufgeben. Ich werde das eine zweite Flotte dann zusammenstellen als nächstes. Das sind meine Ziele. Zweite Flotte zusammenstellen, neue Jedi reingeben und auf einer anderen Front damit gewinnen. Mit dieser kleinen Flotte werde ich dann versuchen, die Position im Kern zu halten und ich freue mich dann schon auf die nächsten paar Folgen. Und es wird garantiert etwas länger dauern und auf ein erfolgreiches Projekt. Bye. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Abonnieren, favorisieren und alles. Alles nach eurem Interesse und sagt auch euren Freunden weiter. Das ist am Anfang ziemlich wichtig und dann freue ich mich auf weitere spaßreiche Folgen. Tschüss. Und das seht ihr nächstes Mal bei Star Wars Republic at War. Während den Angriffen der Separatistenarmee auf Mon Calamari setzt die Republik alles daran, so viele Planeten wie möglich noch zu halten. Ob sie das schaffen, das und noch mehr seht ihr in der nächsten Folge von Star Wars Republic at War.